Ja, moinsen und willkommen zurück bei Mass Effect 1. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo sind wir denn überhaupt stehen geblieben? Ach ja, wir haben mit dem Rat gesprochen, alles klar. Die haben uns nicht so ganz geglaubt und wir sollen jetzt Beweise suchen, oder? Wie war das? L. Okay, dann Escape. So, Tagebuch. Der Shadow Broker. Balavon ist ein Agent des Shadow Brokers. Er könnte mehr Informationen über... Achso, ja, okay. Alles klar. Genau, Sarens Schuldbeweise. Untersuchungen über Saren. Entweder über Garrus oder über den Shadow Broker. Gut. Vorher gehen wir nochmal ganz kurz in die Ausrüstung, weil ich glaube, wir hatten so ein bisschen, ja, Zuwachs bekommen. Und dann gucken wir mal. Schlechter. Banshee habe ich in der Hand, ne? Ja. Was haben wir hier noch? Die haben wir dann auch in der Hand. Nö. So, der Hammer, das ist doch mal was. Präzision ein bisschen weniger. Der Reaper klingt ja noch besser. Ausrüsten. Granaten, ja, und was haben wir hier noch? 17, 14, 5. Oh, ich will den Postboten-Look hier wegkriegen. Naja, egal. Ashley. Gehen wir dich auch mal kurz durch. Zack, 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 zack. Jo, nimm doch die. 108, 101, 101, 90, 108. Präzisionsgewehr, kriegst du das. Und Rüstung. Jo, kriegst du die. Meine alte. Also nicht, das ist nicht meine alte, sondern meine alte Rüstung. So. Kaidan. Damit schießt du eh nicht, egal. 150, 135, 150, 120, 150. Ja. Da, da. So. Pistole. Alles klar. Scharfschützengewehr ist das gleiche. Universalwerkzeug haben wir noch keins. Also noch kein anderes, also das. Was haben wir hier noch? Bio-Verstärker. Haben wir auch keine neuen. Und hier gibt es für dich eigentlich auch nur Rotze. Okay, ab zu Nacho. Lass uns mal ganz kurz nochmal in die... Wo ging das? Hier, ne? So, plus vom Schadensschutz. Da hat sich nicht viel getan. Das lassen wir. Hier zurück. Was haben wir hier noch? So, Waffen-Upgrade. Plus 10 Schaden, minus 20 Feuerrate, minus 20 Hitze. Plus 10 Waffenstabilität. Und plus 5 maximale Präzision. Ich mach mal das da rein. Was haben wir da? Das ist noch das und das. Ja. Quatsch, da. Jo, nee, verbessertes Visier knallen wir mal auf das Scharfschützengewehr. So. Dann, mal hier hin. Was haben wir da noch? Achso, da haben wir nur den einen. Okay, dann sind wir hier fertig. Zurück, zurück. Und 5. Alles klar, dann kann es jetzt losgehen. So, kurz mal orientieren. Da sind die Ratskammern. Okay, da geht's dann zurück. Alles klar. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier alles noch an Quests abgrabbeln können. Wir
sind ja hier ein Dieser paar Leute. Dieser Kerl hat irgendetwas vor. Welcher Kerl? Der da drüben, beim Keeper. Ja, ich wollte gerade sagen, bevor ihr mich so toll gestört habt, wir sind ja eben, was heißt eben, bei den letzten Aufnahmen an ein paar Leuten vorbeigelaufen. Noch nicht genügend Daten. Sag mal, was machst du da? Was? Oh nein, ich wollte nicht. Schon gut. Also, was kann ich für Sie tun? Warum interessieren Sie sich so brennend für die Keeper? Keeper? Ich habe gar kein Interesse an den Key. Raus mit der Sprache. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber sprechen sollte. Wir wollen uns doch nur unterhalten. Wo ist da das Problem? Nein, ich kann es Ihnen wohl erzählen. Ich verwende kleine Scanner, um Signale von den Keepern zu speichern. Bis jetzt habe ich keine deutlichen Resultate erhalten. Ich komme nur schwer an Sie heran. Und warum haben Sie so ein Geheimnis daraus gemacht? Nun, technisch gesehen sind wir angehalten, die Keeper nicht zu stören. Ich persönlich glaube nicht, dass die Scans die Keeper stören. Aber die offiziellen Stellen könnten das anders sehen. Ich würde gerne etwas freier arbeiten. Aber ich will nicht riskieren, verhaftet zu werden. Ich könnte Ihnen helfen. Die offiziellen Stellen machen mir keine Sorge. Aber ich kenne Sie ja gar nicht. Ich bin Commander Shepard vom Militär der Allianz. Ich denke schon, dass ich Ihre Hilfe gebrauchen könnte. Das hier werden Sie brauchen. Das ist der Scanner, den ich entwickelt habe. Aktivieren Sie ihn, wenn Sie einem Keeper begegnen. Alle so gesammelten Daten werden automatisch auf meine Datenbank überspielt. Ich würde Ihnen sogar für erfolgreiche Scans ein paar Credits überweisen. Was machen Sie mit den Daten nach dem Scannen? Ich versuche, so viel wie möglich über die Keeper herauszufinden. Wir sehen sie überall arbeiten, aber wir wissen nur sehr wenig über sie. Ich bin Wissenschaftler. Ich möchte herausfinden, wie sie funktionieren. Dann sollte ich aufbrechen. Ja, ich selbst habe auch viel zu tun. Bis dann. Und viel Glück beim Scannen. Ja, Tagebucheintrag. Das ist eine Nebenaufgabe. Alles klar, die Keeper scannen. Ich glaube, wie viel sind es insgesamt? Ach hier, 21 Stück. Ich glaube, ich habe die noch nie alle gefunden. Naja, egal, wir machen so viel, wie wir kriegen. Und dann gucken wir weiter. Ich glaube, da hinten gab es auch noch was. Der Rear Admiral Kahoku. Nein, ich warte darauf, mit einem der Botschafterassistenten sprechen zu können. Commander? Was, redest du nicht mit mir, oder was? Commander? Naja, vielleicht später. Ah, hier können wir ja schon loslegen. Nummer 1. XP und Kohle. Hier gibt's nix. Admiral? Na, Commander? Admiral? Commander? So, gab's hier oben noch Keeper? Auch nüscht. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Da haben wir doch noch einen. Wunderbar. Nummer 2. Die werden wir so nebenbei machen, wenn wir jetzt durch die ganze Citadel laufen. Aber da wir ja gerade auch hier sind, im Präsidium, können wir die direkt mitnehmen. Dann wieder die Treppe runter. Den brauchen wir natürlich auch. Zack. Der Citadel Rapid Transit. Achso, da konnte man, genau. Da haben wir ja schon mal reingeguckt. Erstmal nicht. Keiner. Das ist lächerlich. Die Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Da bin ich mir nicht so sicher. Die Menschen machen mächtig Druck.
Ich wette, die Volus werden sich direkt an ihre Fersen heften, wenn sie es schaffen. Strategisch schlau, die Menschen beitreten zu lassen, aber die Volus? Nein. Die Hanar sind die Nächsten, danach die Elkor. Sie haben vielleicht recht, aber erst müssen sich die Hanar ein bisschen locker machen. Sie mögen sie ja nur nicht, weil sie nicht richtig verstehen. Ja, wer sind denn die Hanar? Die haben wir noch gar nicht kennengelernt. Kann ich mit euch Jungs quatschen? Mag sein. Aber glauben Sie nicht alles, was Sie hören? Aber genau das ist es ja. Man hört es überall. Es sind nicht nur vereinzelte Gerüchte. Glauben Sie wirklich, Saren könnte in etwas derartiges verwickelt sein, ohne dass der Rat davon erfährt? Vielleicht weiß der Rat ja Bescheid. Es denken eh alle, dass er nur ihre Drecksarbeit verrichtet. Vorsicht. Ich wäre vorsichtig, wem ich sowas sage. Ich weiß. Aber wenn es stimmt, sollten wir dann nicht etwas unternehmen? Nein. Und ich wäre dankbar, wenn Sie mich da raushalten. Ja, Toriana ist natürlich für Toriana. War ja klar. Da haben wir noch einen. Hallo. Tut auch nicht weh. Zack. Ja, ich glaube, das waren sie alle hier. Mal gucken, ob Garrus noch vorne steht. Mit dem könnten wir ja quatschen. Oh, das würde ich auch gerne machen. Den ganzen Tag auf den Springbrunnen gucken. Naja, vielleicht doch nicht. Ja, das war das Präsidium. Dann fahren wir mal wieder ein bisschen Aufzug. Und gucken mal, was unsere NPCs so zu quatschen haben. Mein Schatten hat keinen Kopf. Ah doch. Ich kann nicht glauben, dass der Rat alle Beweise, die gegen Saren vorliegen, ignoriert hat. Saren ist einer ihrer besten Untergebenen. Es ist nur natürlich, dass sie seinem Wort eher glauben als unserem. Also jagen wir jetzt Hinweisen hinterher, während ein eingebildeter Turianer mit seinen Geht-Truppen frei herumläuft. So läuft es in der Politik, Chief. Ich hasse Politik. Ja, die Ashley ist mir schon ein bisschen sympathisch. Auf jeden Fall sympathischer als Kaidan. So, mach die Kiste auf. Ein Keeper. Den scannen wir mal und dann gehen wir in diese Richtung zurück. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Zu spät. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Sie stellen ein öffentliches Ärgernis dar und sie verstoßen gegen Zitadellgesetze. Diese Person ist sich nicht sicher, warum man nicht will, dass das Wort der Entflammten verbreitet wird. So, damit haben wir auch unseren ersten Hanar gesehen. Das ist dieses Ding hier mit den hübschen Kackstelzen. Da wollen wir doch mal hören, was hier los ist. Dieser Hanar weigert sich, Vernunft anzunehmen. Warum kann er sich nicht auf anständige und gesetzmäßige Weise benehmen? Er ist bloß eine große, dumme Qualle. Wie kann ich meinen Vorgesetzten davon überzeugen, dass ich eine Beförderung verdiene, wenn ich nicht mal diese nervige Qualle loswerde? Ich bin nicht unvernünftig. Der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikalerlaubnis erworben hat. Und wenn der Hanar eine Erlaubnis hat, kann er auch predigen? Nein. Angemeldete Evangelikale müssen bestimmte Regeln befolgen. Es gibt bestimmte Gebiete, in denen das Predigen legal ist. Wenn diese Regeln missachtet werden, dann wird die Lizenz widerrufen. Was für ein Sinn steckt hinter der Evangelikalerlaubnis? Wenn religiöse Evangelikale gezwungen sind, sich eine Erlaubnis zu beschaffen, kann man unerwünschte Personen aussieben. So bleibt die Gegend sicher. Die Zitadelle ist zu wichtig, um zum Schlachtfeld für Religionskriege zu werden. Warum verhaften Sie den Hanar nicht einfach? Ich könnte den Wabbligen verhaften, aber mein Vorgesetzter verlangt eine Lösung, die den Hanar nicht verärgert.
Die Hana werden laut, wenn sie das Gefühl haben, dass man ihre Religion unterdrückt. Wenn sie dieses Problem nicht lösen können, dann haben sie ihren Posten nicht verdient. Ich habe nicht um ihre Hilfe gebeten, Mensch. Ich werde damit schon ganz allein fertig. Möchten Sie von den Entflammten erfahren? Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Zitadell-Sicherheitsofficer? Ist es Ihnen gestattet, hier im Präsidium zu predigen? Die Worte dieser unbedeutenden Person berichten nur von der offensichtlichen Wahrheit. Der Zitadell-Sicherheitsofficer verlangt, dass diese Person eine Evangelikaner-Erlaubnis erwirbt, um die Wahrheit der Entflammten zu verkünden. Entflammten? Ihre Leute nennen sie die Proteaner. Sie sind die wahren Erschaffer des Volkes dieser Person. Die Entflammten führten die Hanar von der Ignoranz zum Bewusstsein, indem sie dem Volk dieser Person die Gabe der Sprache schenkten. Also brechen Sie gerade die Gesetze, indem Sie hier ohne Erlaubnis predigen. Der Zitadell-Sicherheitsofficer sagt, dass das Predigen an diesem Ort verboten sei und das Predigen an anderen Orten der Zitadell einer Erlaubnis bedürfe. Diese Person möchte betonen, dass das Verkünden der Wahrheit der Entflammten kein Akt des Predigens darstellt und deshalb keiner Erlaubnis bedarf. Aha. Hier, dann kauf doch eine. Wenn das alles ist, was der Zitadell-Sicherheitsofficer verlangt, warum kaufen Sie dann keine Erlaubnis? Die Wahrheit der Entflammten ist allmächtig. Diese Person glaubt inständig daran, dass die Wahrheit nicht unterdrückt werden darf. Zahlungen als Mittel, die Verkündung der absoluten Wahrheit einzuschränken, empfindet diese Person als Einschränkung der religiösen Freiheit. Na dann, hau ab. Das ist hier das Präsidium, keine Kirche. Halten Sie Ihre Predigten woanders ab. Der Glaube dieser Person lässt sich nicht unterdrücken. Andere mögen kommen und sich daran versuchen. Wann darf ich denn mal meine Einschüchternfähigkeiten benutzen? Wie kann ich meinen Vorgesetzten davon überzeugen, dass ich eine Beförderung verdiene, wenn ich nicht mal diese nervige Qualle loswerde? Ich bin nicht unvernünftig. Der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikalerlaubnis erworben hat. Ich helfe mal. Ich könnte mit dem Hanar reden, wenn Sie möchten. Ich habe mich den ganzen Nachmittag mit dem dickköpfigen Wabbligen gestritten. Sie können es gern auch mal versuchen. Vielleicht kann ich jetzt ja meine Einschüchternfähigkeit benutzen. Der Zitadell-Sicherheitsofficer sagt, ja. Diese Person möchte betonen, dass das Verkünden der Wahrheit der Entflammten kein Akt des Predigens darstellt und deshalb keiner Erlaubnis bedarf. Mist. Das lässt sich, glaube ich, nicht böse regeln hier. Das ist doof. Das ist gegen das Gesetz, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ich sag's nochmal. Der Zitadell-Sicherheitsofficer macht nur seinen Job und Sie machen nur Ärger. Diese Person ist zu bescheiden, um zu behaupten, dass der Zitadell-Sicherheitsofficer mit zweierlei Maß misst. Diese Person möchte nur die Worte der Wahrheit an alle richten, die zuhören möchten. Sie ist nicht an Ärger interessiert. Ach, das wären sie dann, glaube ich, aber... Bim, bim. Ich kann noch nicht. Alles klar. Dann komme ich später wieder. Ich werde einen Teufel tun und dir eine Erlaubnis kaufen. Bis bald. Diese Person wird fortfahren, die Botschaft zu verkünden. Ja, Quasselqualle. Wie kam ich nochmal? U war's. Ich habe keine Punkte. Verdammt. Ich könnte sowieso keine reinpacken.
Mist. Naja, okay. Ich komme wieder. Was haben wir da? Citadel Rapid Transit brauchen wir nicht. Das sind nur Schilder. Hatten wir den schon? Nein. Zack. Okay, dann drücken wir nochmal U. Und kann immer noch keinen mehr in... Okay. Dann aber hier... 1, 2... Und da die Nummer 3. Da, hallo. Kommst du mal da runter? Danke. 3. Ashley. Einmal. Und, na? Oh, was ist denn hier los? Machen wir es halt mit dem Cursor. Zweimal. Hallo. Ey, jetzt verarsch mich nicht. Danke. Kaidan. Du immer schön in Dechiffrierung. Mach ich jetzt noch einen Wächter? Ja, komm. Vielen Dank. Wo geht's hier hin? Zu den Bezirken. Ja, wir rennen hier erstmal das, ja. Hier den Bereich ab. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Wahrscheinlich Central Park oder so. Halt, da geht's zur C-Sicherheit. Da müssten wir ja dann auch noch hin. Zum Finanzbezirk geht's da hinten. Na? So, ich glaube, von hier kommen wir. Das waren, glaube ich, die Botschaften. Ne? Ja, das sind die Botschaften. Alles klar. Aber wir gehen trotzdem mal hier hinten in die Bar. Was sagt die Uhr? 22 Minuten. Passt. Ding Dong. Ashley, alles klar? Ist hier ein Schuh aufgegangen? So, was war hier? Hier waren wir drin, ne? Ah, aber da ist ein Keeper. Piep. Okidoki. Dann wollen wir mal einheben gehen. Wo ging's denn da hin? Ach, das war Executor Palin, alles klar. Mit dem habe ich doch gequatscht, ne? Ach, verdammt, das ist schon wieder ein paar Tage her. Ich glaube aber ja. Wer möchte mit mir reden? Hier, Private Frederick. Ich kann diese Gerüchte nicht glauben. Die Konsortin würde niemals Geheimnisse offenbaren. Natürlich nicht. Weil dann würde sie aus der nächsten Raumschleuse geworfen werden. Könnte schon sein. Aber eines musst du zugeben, Nick. Die Konsortin ist schon etwas anderes als die Mädchen in den Kolonien. Sie ist... Also sie ist... Man muss es ja nicht einmal machen mit ihr. Man kann auch einfach nur mit ihr reden. Was? Mehr hast du nicht gemacht, Jess? Nur geredet? Das habe ich nicht gesagt. Ha, ich wette sowas. Schnauze, Fredericks! Okay, die Konsortin ist wohl die Puffmutti von der Citadel. Ja, jetzt gucken sie mich alle ganz erwartungsvoll an. Wir quatschen mit Fredericks. Was wollen Sie? Oh, Commander. Aha. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Entspannen Sie sich, Private. Dies ist keine Kontrolle. Ja, tut mir leid. Was kann ich für Sie tun, Commander? Mensch, Kaidan, wenn der stramm stehen will, lass ihn stramm stehen. Der kann ruhig ein bisschen Respekt vor mir haben. Hier, Konsortin. Was können Sie mir über die Asari-Konsortin sagen? Sie ist eine Asari, die hier als... Nun, sie hilft Leuten mit Dingen. Ah, Fredericks. Sie sind nie zu ihr gegangen, was? Nein, ich nicht. Ich konnte es mir nicht leisten. Es kostet ein halbes Jahresgehalt, nur mit ihr zu reden. Können Sie mir wenigstens sagen, wo ich sie finde? Sicher. Jenseits der Brücke zu den Botschaften. Danke. Viel Spaß noch. Richten Sie nicht zu viel Unheil an. Das werde ich. Spaß haben, meine ich. Ja, ja. Alles klar. Keeper? Oder Creeper? Nee.
Hier. Nasana. Die Nasse Anna. Hallo. Ich habe keine Zeit für einen Schwatz. Ich bin sehr beschäftigt. Mit was? Mit rumsitzen? Na, okay. Ey, Barkeeper, ein Blaubeer-Daiquiri, bitte. Hallo, Commander, was kann ich Ihnen anbieten? Sie wissen, wer ich bin? Ihre Ankunft hat einigen Trubel unter den Diplomaten und anderen Gästen hier ausgelöst. Irgendetwas Interessantes passiert hier immer. Ich könnte Ihnen ein bisschen was erzählen, wenn Sie möchten. Was ist denn hier so los? Die Botschaften haben Sie ja schon gesehen. Hier ist nicht besonders viel los. Jenseits der Brücke sind die Bank, das Emporium und Shaira. Wenn Sie sie noch nicht kennen, wird es Zeit. Vorräte bekommen Sie auf den Märkten eine Ebene tiefer. Und Unterhaltung finden Sie im Flux und in Koras Nest. Wer ist Shaira? Die Konsortin. Sie kümmert sich um Kunden, die sich ihre Dienste leisten können. Die meisten Diplomaten und Botschafter waren schon einmal bei ihr. Sie ist eine sehr mächtige und respektierte Frau. Na dann. Erzählen Sie mir vom Flux und von Koras Nest. Also im Flux geht es um Spiele und Tanzen. Jedenfalls ist da mehr los als hier. Koras Nest ist eine andere Geschichte. Dort ist es viel lebendiger und auch tödlicher. Sag mal, was bist denn du für ein Barmann, der einem eine andere Bar oder eine andere Disco empfiehlt? Wenn das mein Teil wäre hier, wärst du schon lange rausgeflogen. Gab's da sonst noch was? Nö. Ich muss gehen, weil ich kann hier leider kein Blaubeer-Daiquiri bestellen. Okay. Auf Wiedersehen. Bis dann, Commander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Jo, danke. So, hier noch irgendwas? Irgendwie? Irgendwo? Irgendwer? Nein? Wo geht's denn hier hin? Keeper! Darf ich dir mal ganz kurz meine Sonde in den... Moment. Danke! Okay. Ich meine, er hat recht, hier ist wirklich nichts los. Was ist mit dem? Hier ist noch ein Diplomat. Was für ein seltsamer Ort. Wenn nur ein paar mehr Menschen hier wären. Ja. Flieg doch auf die Erde. Da hast du wahrscheinlich genug Menschen. Ich quatsch jetzt mit dem. Ich habe keine Ahnung mehr, ob ich mit dem gequatscht habe. Ich mach's einfach nochmal. Tut mir leid. Shepard, was kann ich für Sie tun? Ich habe das Gefühl, dass Sie die Menschen nicht besonders leiden können. Stimmt nicht. Ich traue Ihnen nur nicht. Noch nicht. Okay, mich hat man denn gequatscht. Wenn der Rat die Menschen als neues Lieblingsvolk ansieht, ist das ihre Sache. Aber ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Ja, das kam mir gerade bekannt vor. Ach, hier war doch noch was. Ach so, da hatte ich zu wenig hier Universalgel, oder? Ich starte manuelles, überbrücken mit 20 Universalgel. Mach ich ein manuelles? Versuche ich es nochmal. Ich meine, beim letzten Mal war ich ein bisschen angekachelt, so mit Alkohol. Tut mir leid. Ich probiere es nochmal. So, hier rüber. Zack, 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 zack. Geht doch. Diplomatische Warnung. Die folgende Nachricht wurde von einem nicht erfassten Konto an verschiedene Empfänger über das Extranet versendet. Eine weitere Überwachung der Situation ist veranlasst. Mein biotischer Gefährte, du wurdest ausgewählt, diese Übertragung zu erhalten, weil wir das gleiche Schicksal teilen. Nur wenige verstehen uns und noch weniger respektieren uns. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen unsere neue Welt erschaffen. Komm, schließe dich uns im Hawking-Ether-Cluster an. Nur zusammen können wir das Unrecht an unseren Leuten wieder gut machen. Und wieder eine neue Nebenmission für später. Dankeschön. Hat sich doch noch gelohnt, hier reinzugehen. Ja. Okay. So, das war's hier. Da oben haben wir mit allen gequatscht. Hier mit ihr haben wir auch schon gequatscht. Dann gehen wir mal ein Stockwerk tiefer. Nachdem wir den Ladebildschirm gesehen haben, ganz kurz. Wo geht's denn hier hin? Zur C-Sicherheitsakademie. Gehen wir da schon rein?
Gehen wir da schon rein? Ich, ja. Ashley, du musst schon ganz reinkommen. Ashley. Komm, Hundeplatz. Ach, ich drück da jetzt drauf. Wir sehen uns später. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Tja, das ist ungefähr so wie, hey, in deiner Lasagne ist Pferdefleisch. Oh mein Gott, ich kaufe keine Lasagne mehr. So, hey, das war jetzt keine Absicht. Ich bin gegen die Maus gekommen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt sein Gemächt sehen. Da, lass uns doch mal gucken. Wen haben wir denn hier? Das ist wieder die Schnellreisefunktion. Wir klicken mal kurz auf die Karte. Das sind wir, hier die drei Damen von der Tankstelle. Hier gibt es ein Ausrüstungsbüro, sehr schön. Das ist zur Andockbucht, da liegt wahrscheinlich unser Schiff. Was heißt wahrscheinlich? Ich weiß, da liegt unser Schiff. Da geht's zurück. Huch, hallo, M. Ach, wie kann ich denn das verschieben? Karte ziehen, wollte ich gerade machen. So, Raumlotsenzentrale, C, Sicherheitsbüros und Ausrüstungsbüro. Wir laufen hier jetzt einmal kurz im Kreis. Wo geht's hier hin? Zu den unteren Bezirken. Na, da gehen wir später hin. Wie kann ich den Wegpunkt löschen? So, steht hier auch hier unten ganz toll. Alles klar. Da brauche ich nicht lang. Jo. Gehen wir mal kurz hier runter. Zum Aus. Ah, hallo! Piep. Hallo, Ausrüstungsoffizier. Sekunde, ich hab sie gleich. Du hast nicht? Oh mein Gott. Das sind Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadelle. Stimmt das in etwa? Warum? Wer will das wissen? Ich schaue nur nach Zitadell-Sicherheitseinträgen. Ich darf Waren nur an autorisierte Mitarbeiter verkaufen. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Zeig mir deine Waren. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Super. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Super, sagt er. Alles klar. Egal. Gibt's hier wieder so einzigartige Gegenstände. Lizenz. Eine Lizenz für unseren Schwarzmarkt an Bord. Was kostet der? 100. Kaufen. Annehmen. Danke, das war's schon. Kurz und schmerzlos. Ich weiß, ich hätte jetzt nach einer neuen Rüstung gucken können. Damit ich hier nicht mehr als Biene Maya rumlaufe, aber ich bin ja noch der Hoffnung, dass wir. Da geht's hoch, okay. Dass wir bald was Neues finden. Das geht gar nicht. Da können wir nicht zuhören. Die nicken nur. Laden, okay. Okay, ja. Lassen Sie mich das mal klarstellen. Ihr Geschäftspartner, Korber, er hat Sie bedroht? Okay. Naja, nicht wirklich. Aber er will mich treffen. Ich glaube, er wird mich töten. Und warum glauben Sie das? Ich kann nicht ins Detail gehen. Korban tötet mich, wenn ich hier ungeschützt gehe. Ich kann Ihnen nicht helfen. Außer Sie erzählen mir noch ein bisschen mehr. Ich kann nicht. Tut mir leid. Dann habe ich was anderes zu tun. Aber... Nichts aber. Stören Sie mich nicht, es sei denn, Sie geben mir Details. Alles klar. Bevor wir uns da jetzt wieder einmischen, nach typisch menschlicher Art,
mache ich einen ganz kurzen Break, weil ich muss wieder, ja, die ganzen Videos rumschaufeln, damit ich wieder Platz habe, und dann geht's auch gleich weiter. Ich hoffe, ein F5 wird reichen. Schnell speichern und wir hören uns gleich. Ciao!